So, Freunde, da sind wir auch wieder hier bei Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2 und weiter geht es hier momentan bei unserem Kampf gegen Vegeta und Nappa sogar. Und ja, und beide sind hier eigentlich ja hier tatsächlich zu Werfen geworden. Ein Ereignis, das ja eigentlich in der Geschichte gar nicht stattfinden sollte. Keine Ahnung, wie genau das passiert ist, aber naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, das können wir ja erstmal hier skippen. Und dann nochmal 20-fache Stärke Werfenverwandlung. Machen wir diese beiden Säcke platt. Ja gut, kennen wir alles schon. Tutorial zu Werfen, Steuerung. Ah, Mann! Ah, Kamera! Ich denke mal, so auf Nappa einzuprügeln geht wesentlich schneller, als jetzt hier die ganze Zeit ihn zu werfen. So, das sollte helfen. Komm schon. Komm schon. Nappa, mach Pause! Mann! Ja, das hat gesessen. Los, komm schon! Jetzt komm schon! Du bist gleich K.O. Mist! So knapp! So knapp! Wenn ich doch nur ein bisschen schneller gewesen wäre. Dann hätte ich ihn gehabt. Okay, das war's. Nappa ist besiegt. Es ging ja richtig schnell gerade, weil Son Goku ja noch eine Kamehameha hinterher gepfeffert hat. So, okay. Jetzt Vegeta. Jetzt bist du fällig, Alter. Ah, Mann! Er reagiert einfach viel zu schnell. Okay, wenigstens habe ich die Energiekapsel noch für den Notfall. Ah, Mist. Kein Ki mehr. So, dann sollte ich mich mal schnell hier beeilen. Mist! So, warte mal, die Ausdauer sinkt eigentlich ja schneller bei dem, wenn ich jetzt... So, am besten lieber mal kurz heilen wäre, weißt du? Okay, klappt nicht weiter. Mehr kann ich nicht machen. Okay, was jetzt? Ah. Na dann los! Alle zusammen! Ja, das wird ja nicht schwierig sein. Oh, ich hoffe mal, er lässt mit dem Keyblast endlich mal sein. Au! So, komm schon. Und noch eine. So, gut, das hat ja schon mal ordentlich Schaden gemacht. Ah, Mann, Mist. Nein. Mensch, ich kann ja nicht mehr weg. Scheiße, die machen ja nämlich erstmal sofort die Schockwelle, sobald sie sich erholt haben. Okay, Ki-Attacke. Nicht gut. So, gut, das hat gesessen.
okay, fast geschafft. Das war ja schon mal ganz gut. Hat aber nicht mehr viel gefehlt. Aber der muss trotzdem noch erstmal ordentlich einen auf den Deckel bekommen. Au. Er soll den Deckel auf den Deckel bekommen und nicht ich. Gut, gut getroffen. So, böse Sprengung ist auf jeden Fall sehr gut geeignet. Au. Ah, gut. Sehr gut, Krillin. Du hast es geschafft. Die Destructo-Disc hat gesessen. Und... Yeah! Geschafft, endlich. Oh, ich bin erledigt, aber echt sowas von. Gut, aber leider nur D-Rang. Das war mies. Aber immerhin, jetzt mal gut Attributpunkte bekommen, das ist auch schon mal was. なんで止めるんだよ、クリリ。いいんだ、これで。え?この次は、オラが、オラが一人で倒してみせる。 お帰り。ああ、ご苦労じゃったな。お帰りなさい。 Ah, was sagt man dazu? Seht mal, wer jetzt hier uns endlich mal hier beehren will. Trunks und der Held. Oh, あなたたちもお帰り. Hi. ただいま戻りました. すみません. 取り逃がしてしまいました. 仕方ないわよ. そう簡単に捕まる奴らなら苦労しないわ. ほら, お前はその前に自己紹介せんか. あ, はい. そうで. はじめまして. 俺はトランクス. Freut mich. タイムパトロールの責任者。とでも、この人は俺のパートナーです。Den haben wir schon kennenlernen dürfen. 今まで巻物を使った特別任務は全て俺たちがやっていたんですが、最近また急に歴史の改変が起きるようになって手が足りなくなってしまったので、老海恩神様とあなたにも 手助けをお願いすることになったんです。あなたの実力についてもお二人からよく聞いてます。新人さんの中でもとても優秀だって。特別任務も次々こなしてくれているって老海恩神様も褒めてましたよ。ああ、エイは調子に乗ったらどうするんじゃ。わしはそんなこと言っとらんからな。 お前なんかまだまだじゃからな。Ich weiß, ich weiß. そんなことないわよね。頑張ってくれてるもの。甘やかすな。Ja, bringt den alten Mann lieber mal nicht zu sehr auf. Nicht, dass er hier noch ein Herzinfarkt kriegt oder so. Da. 歴史の修正は何とかなったが、随分おかしなことが起きとるの。歴史に存在しないはずの奴が出てきたのは一体どういうわけなんじゃ。あと一歩のところで取り逃がしましたが、この手口は間違いありません。今俺の追っている奴らが裏で糸を引いてるんだと思います。別の歴史から悪人たちを呼び寄せ、 混乱を引き起こそうとしているんです。その裏にいる奴らとは誰なんじゃ?
遥か未来からやってきて、様々な歴史からエネルギーを奪い取る暗黒魔界の住人。悪の科学者トワと、彼女が作り出した人造人間、ミラ。ちょっと派手にやりすぎちまったかな。探したわよ、あなたたち。ターレス、スラッグ、世話を焼かせないでほしいわ。トワか。勝手に動くなと言ったはず。俺様がどうしようが、貴様には関係ない。指図するな、ミラ。俺は貴様らの部下になったわけではない。あのサイヤ人の小僧に復讐するために一時的に手を組んでやっているだけだ。つけ上がるな。よそや、仲間割れなんてつまらねえぜ。それより頼んだものはできたのかよ。ええ、持っていくといいわ。その神聖樹の実は暗黒魔界の力で強化してあるわ。これでカカロットのやつに一泡吹かせることができるな。それじゃあ、あとは頼んだわよ。どうだかな。あんな奴らさっさと洗脳してしまえばいいだろう。いいのよ、ミラ。いちいち洗脳して命令なんかしなくても、あいつらは勝手に歴史を荒らしてくれるんだから。それにちゃんと手も打ってあるわ。Ah, das klingt wirklich gar nicht gut. Mira und Tova sind wieder da und die haben ja natürlich wieder mal nichts anderes im Kopf, als hier Unfug zu stiften. Und diesmal haben sie sogar Verstärkung mit dabei. Das wird ja noch ein wirklich lustiges Abenteuer. Hallo, wie geht es dir? Du fügst dich immer besser bei der Zeitpatrouille ein. Daran hatte ich auch nie einen Zweifel. Ich glaube, ich erkläre dir, wie man große Zeitspalte untersucht. Zeitspalte sind die seltsamen Gebiete, in denen Veränderungen in der Geschichte zu Rissen in der Zeitstruktur geführt haben. Solche Gebiete zu untersuchen und die Probleme dort zu beheben, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Zeitpatrouille. Die meisten Spalte können geschlossen werden, indem man die Ursache für das Problem behebt. Große Zeitspalte sind derart riesig, dass eine immense Zahl an Objekten und Personen involviert ist. Vielleicht geht es schneller, wenn du es mit eigenen Augen siehst. Schau es dir mal an. Um einen großen Zeitspalt besuchen zu können, musst du Zugang zu den Zeitminiaturen haben. Du weißt doch, was Zeitminiaturen sind, oder? Diese Dinger, die über Kotter City am Himmel schweben. Oh, stimmt ja, du darfst ja noch nicht fliegen. Dann musst du die Teleportstation benutzen. Im Moment gibt es 5 große Zeitspalte. Du kannst sie alle mit Hilfe der Teleportstation erreichen. Es gibt Leute, die ähnliche Vorfälle untersucht haben. Du solltest sie im Rat fragen. Ja, das klingt ja ganz einfach. Zeitminiaturen. Über die Zeitminiaturen, die oberhalb von Konton City schweben, kannst du große Zeitspalte betreten. Drücke B bei einem Objekt in der Mitte der Zeitminiatur, um einen Zeitspalt zu betreten. Die Informationen auf der Karte verraten dir, wo Zeitminiaturen sind. Zeitspalte führen zu Welten außerhalb von Konton City. Sie sind nur über Mini-Zeitminiaturen zugänglich und die Orte hinter diesem Spalt erhalten verschiedene Quests und Erfahrungen bereit.
Jede Zellminiatur hat einen anderen Zielort. Mr. Saturns Haus, Capsule Corporation, Haus des Oberältesten, Majin Buu's Haus und Freezers Orbiter. Ah, cool. Neben Content City gibt es also noch andere Orte. Das ist ja mal richtig cool. So, ich habe jetzt hier verschiedene Sachen. Einige Orte kann ich ja tatsächlich ja nur mit Hilfe der Teleportstatue betreten. Wie es aussieht. Stationen, wo sind sie? Hallo, mich nennt man Furt. Ich habe viel Gutes über dich gehört. Sie sagen, du machst die härtesten Missionen und wirst einfach immer stärker. Ich bin schwer beeindruckt. Ach, da fällt mir ein. Bist du jeden Tag müde nach den ganzen Missionen? Hier, dann habe ich was für dich. Oh, cool. Danke. Nun, das war nützlich für dich, was ich dir gegeben habe. Ja, das freut mich. Ey, ist ja cool. Kommen hier sogar ein paar Leute hier an, die mir einfach mal so Objekte schenken. Cool. So, was wollte ich jetzt nochmal kurz? Genau, erstmal Attribute verteilen. Muss ich jetzt unbedingt mal schnell hier machen, weil sonst kann das natürlich noch sehr übel ausgehen für uns. So. Okay, das wird erstmal für den Anfang genügen. So, das war's. Alles klar. Gut, dann werde ich mich erstmal hier mal ein bisschen im Laden umschauen. Haben wir etwas Neues? Ja, wir haben neue Produkte reinbekommen. Schau mal rein. So, was haben wir hier? Biegsame Kamehameha. Zusätzliche Eingaben nach den Feuern lassen die Kamehameha deinen Gegner jagen. Klingt cool. Nehme ich vielleicht gleich mit, aber erst einmal, was haben wir hier? Geistboost, Gigaschub, Rückwärtssalto. Wiegenliedschlag lässt deinen Gegner einschlafen. Aha. Ja, die Kamehameha ist auf jeden Fall interessant. Oder die Superdrachenfaust. Nett. Okay, aber ich schaue erstmal nach Kostümen. Dann gehe ich ja gleich an die Teleportstation ran, damit ich mich ja zu den Orten hin teleportieren kann. So, wir haben neue Produkte reingekommen. Lass dir Zeit. So, was haben wir? Dämonenclan-Kleidung von Son Gohan. Mit Piccolo, Nappa, Kampfanzug Vegeta hatte vor bei Erdankunft. Son Gohans Kleidung, Chao Tzus Kleidung. Okay, viel Neues ist ja echt nicht dabei, oder? Ich könnte ja natürlich eine neue Kampfuniform kaufen. Ja, okay, ich würde mal sagen, ja, warte mal. 400. 400. Also ich denke mal, alles ja von der Uniform kostet 400 hier. Also würde ich mal sagen, ich kaufe mal einfach mal den gesamten Satz davon. Und noch einmal das hier. Dann kriege ich ja jetzt mal wenigstens hier bei jedem dieser kleinen Stücke erstmal nochmal einen kleinen Boost auf die Grundangriffe. Das ist auch schon mal gut. Dann werden wir uns mal ein bisschen umziehen. So, Ausrüstung ändern. So, und den Rest kann ich ja sonst nicht so weiter tragen. So, Farbe können wir ja auch noch ändern. Ja gut, da würde ich mal sagen, einfach mal den Klassiker anziehen. Ja, so sieht's aus. Machen wir das einfach mal so. Einfach mal typisch hier Son Goku mal ein bisschen imitieren, wäre auch mal cool. So, Schuhfarbe. So sieht das gut aus. Ja, typische Son Goku-Uniform. Ja, so können wir es erstmal lassen, zumindest für eine Weile. Später werde ich ja wahrscheinlich noch was anderes machen. Okay, warte mal, wir wollten ja jetzt eigentlich an die Teleportstation ran. Da ist sie ja. So, Tag auch. Willkommen. Wir nutzen die Capsule Corporation-Technologie, damit du dich in den gewünschten Ort warpen kannst. Wo willst du hin?
So, dann wollen wir mal schauen. Also, wir können ja erstmal das Kami-Haus machen. So, hier ist ja eine gewesen. Oder? Nein. Kami-Haus empfangen. Okay, ich glaube, da muss ich mit dir reden. So, Kami-Haus ist generell richtiger für Soldaten, die ein Team bilden wollen. Sobald du ein Team hast und so weiter. Alles klar. Gut, wir haben hier nichts. Ah, hier wollte ich ja. Freezer's Orbital. Da oben ist was. Dann sehe ich mir das mal an. Freezer's Orbital. Aha. Cool. Wir sind hier in Freezer's Orbital. Interessant. Okay, und dann bist du ja hier ein Zeitsoldat. Ja. Was geht? Die Kaiserstädter Zeit hat mir alles gesagt. Ich bin der jüngste der fünf Murasaki-Brüder. Ich heiße Ao. Ich forsche nach, warum Freezers Raumschiff von einem riesigen Zeitspalt erfasst wurde. Die Freezer-Armee ist erstaunlich. Sie haben hier wirklich eine ganze strenge Machtstruktur. Ich dachte mir, ich untersuche auch gleich nochmal ihre Organisationsstruktur, wenn ich schon mal hier bin. Aber anstatt irgendwo rumzuschleichen, hielt ich es für klüger, mich der Armee anzuschließen. Wieso trittst du nicht auch der Freezer-Armee bei? Ich habe gehört, es gibt sogar einen Aufnahmetest. Ich will dir nicht beitreten, ich will nur gemütlich arbeiten, gemütlich Geld verdienen und den Rest meines Lebens gemütlich verbringen. Mission auf Leben und Tod, strikte Überwachung, nein danke, da verzichte ich gerne. Gib einfach dein Bestes, du bist ein Elite, oder? Dann wird es dir beim Training ja sicher zugutekommen. Gut, wenn du Freezers Orbiter besuchst, kannst du dich der Freezer-Armee anschließen, aber sei vorsichtig, dann wirst du jede Menge Kämpfe bestreiten müssen. Du musst dich für eine Seite entscheiden oder und unter dem einen oder anderen Commander dienen. Aha. Wähle eine Funktion mit Bedacht, die von deiner Entscheidung abhängt, welche Quests künftig für dich verfügbar sind. Es sind weitere Quests verfügbar, wenn dein Charakter Mitglied des Freezer-Clans ist. Aha. So ist das also. Das ist ja sehr interessant. So, was kann ich denn hier sonst noch machen? Gibt es hier noch Missionen? Weiß ich jetzt gar nicht. Gut möglich, dass ich jetzt hier gerade nur eine Mission freigeschaltet habe oder so. Für das Sadness oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau. Naja, gut. Sehen wir uns einfach mal vielleicht beim nächsten Mal den nächsten an. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, wir sind dann für heute mal wieder hier fertig. Also, ich hoffe mal, es hat euch soweit gut gefallen. Also, ich muss echt leider sagen, ich schaffe irgendwie so wenig. Es gibt so viel zu sehen und so viel zu entdecken und irgendwie kann ich das gar nicht so richtig in der Zeit mit einordnen. Deshalb finde ich es ja natürlich traurig. Aber naja, mal sehen. Ich denke vielleicht mal darüber nach, vielleicht ein Parts ein bisschen länger zu machen. Also öfter habe ich ja schon hier die Parts ziemlich rapide überzogen. Vor allem ja, weil es wegen der Handlung ja manchmal so leider ein bisschen ja hier der Umstand dafür war. Na gut, dann werden wir uns einfach mal wieder auf den Weg zurück zum Empfangsbereich machen. Ich denke mal, da gehe ich mal wieder als erstes hin. Weil das hier ja der beste Platz ist. Gut. Also dann, Freunde, wieder mal vielen Dank hier wieder fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Tschüss!